Ich denke, jeder von uns hat den Spruch gehört, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist und man ausreichend und gut frühstücken soll, damit man Kraft, Energie und mit einer gewissen Leistungsfähigkeit mit in den Tag reinsteigt. Und da haben sich schon sehr viele verschiedene Frühstückskulturen, sage ich mal, gebildet. Die einen essen halt dann gerne mal ein Müsli mit Milch oder mit Früchten, mit Joghurt, also so ungünstige Kombinationen. Oder auch dann hier in Bayern das Weißwurstfrühstück mit einem hellen. Oder auch in Amerika, also Nordamerika, also in den USA, wird dann sehr gern auch Süßes gegessen, so Pancakes oder Waffeln mit den entsprechenden süßen Soßen. Oder auch in Lateinamerika sehr gerne mal sehr scharf gegessen. Nur wichtig dabei zu wissen ist, woher kommt denn eigentlich dieser Spruch, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und es ist wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages? Und wenn ja, wie sollte denn das Frühstück ausschauen? Kellogg's, um einfach ihre Produkte besser an uns verkaufen zu können. Und allgemein würde ich sagen, das Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages, eher im Gegenteil. In der Zeit, im früher Morgen bis zur Mittagszeit ist die Ausleitungszeit des Körpers. Das heißt, dass wir unseren Körper mehr unterstützen sollten mit der Ausleitung. Das heißt, wenn wir anfangen, was zu essen, dann unterbrechen wir die Ausleitungsphase und stopfen wieder was rein, wo halt die Energie wieder umgeleitet wird von der Entgiftung zur Aufnahmephase. Und das ist auch der Grund, warum die Leute gleich am Morgen etwas essen. Sie fühlen sich unwohl durch die Entgiftung, müde, schlapp, nicht so ganz energiereich. Vor allem nach dem Schlaf kommt das ja auch, weil das eine Hauptentgiftungszeit ist. Und deshalb ist auch der Schlaf so wichtig und von daher ist es halt umso wichtiger, den Körper in der Zeit mehr zu entlasten und nicht so herzhaft zu essen, wie es uns angewöhnt worden ist. Also das wurde ja uns beigebracht, diese ganzen Frühstückskulturen. Das haben wir uns abgeschaut von unseren Eltern. Die wussten es vielleicht auch nicht besser, hatten vielleicht nicht die ganzen Sachen, hatten auch nicht das Wissen. Und so ist dieser Kreislauf auch entstanden, dass man halt dann sehr nährstoffreich essen soll, dass man Milchprodukte essen soll und ungünstige Kombinationen zu sich nehmen muss, die auch sehr ungünstig sind und den Körper eigentlich mehr oder weniger belasten. Interessant sind auch folgende Punkte, dass auch es immer wieder mal vorkommt, dass Eltern verzweifelt versuchen, ihren Kindern das Frühstück näher zu bringen, weil sie in der Früh nicht essen wollen und meinen dann, die wären dann krank oder ihnen geht es nicht gut, obwohl halt Kinder sehr jung halt noch sehr reine Körper haben und vielleicht nicht das Bedürfnis haben, so wie erwachsene Leute dann irgendwas zu essen, weil sie halt einfach andere Sachen im Kopf haben, mehr Energie auch zur Verfügung haben. Das ist halt auch sehr wichtig, warum ihr nicht herzhaft essen sollt, weil ein herzhaftes Essen, wenn ihr zu viel isst gleich in der Früh, das entzieht euch mehr Energie. Die Verdauung entzieht euch Energie und wenn ihr nochmal ungesunde Sachen nochmal zusätzlich isst, dann belastet ihr auch euren Körper nochmal zusätzlich damit. Von daher entlastet euren Körper, dadurch hat er auch viel mehr Energie. Das heißt ja nicht ohne Grund Frühstück. Ihr sollt nur ein Stück zum Beispiel essen oder im Englischen Fast Break, also Fasten brechen. Und ein Fasten brechen sollte natürlich leicht sein. Das heißt, schaut, dass ihr in der Früh, vielleicht wenn ihr nach dem Aufstehen 1 Liter Wasser trinkt und immer wieder Appetit habt, immer wieder weiter Wasser trinkt, bis ihr wirklich Hunger bekommt. Oder Monofruchtmahlzeit zum Beispiel zu euch nimmt. Im Sommer kann man zum Beispiel da Melonen machen oder jetzt einen Apfel oder eine Orange, weil das halt einfach den Körper nochmal zusätzlich unterstützt und ausleitet. Vielleicht kann man noch ein paar Kräuter nochmal im Mund mit dazu nehmen. Was ich dann noch grundsätzlich empfehle, wenn ihr vielleicht einen Saft, einen grünen Saft am Morgen zum Beispiel trinkt mit euren Entsafter. Ich kann da zum Beispiel nur den Angel Juicer empfehlen, habe schon jahrelange gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann vielleicht erst so ab 10 oder 11 Uhr, wenn ihr dann noch eure Morgenroutine durchgemacht habt mit Sport und Bewegung, was ja viel mehr euch in Schwung und Energie bringt, also Dehnübungen, Laufen am Morgen und sowas, kann ich auch nur empfehlen, dass man das so macht, dass man da erst vielleicht etwas anfängt zu essen, vielleicht mal einen Smoothie nimmt, da auch wieder schauen, dass ihr den einspeichelt und gut kaut und nicht so viele Sachen damit reinmixt oder mal einen grünen Salat oder vielleicht nochmal Früchte zu euch nimmt. Wichtig sind auch Aktivitäten. Also die Leute essen ja zum Teil auch aus Gewohnheit oder Langeweile, weil sie in der Früh irgendwie keinen Drive oder Antrieb haben, irgendwas zu machen. Also schaut, wenn ihr zum Beispiel ein eigenes Projekt habt oder selbstständig seid, nutzt das als Ansporn, dass ihr ja zuerst was macht und dann etwas isst oder auch einfach Gartenarbeit nachgeht, irgendwelche Aktivitäten, eure Hobbys, Klavier spielt, schnitzen, malen oder sonst irgendwas, irgendwelche Sachen machen, die euch wirklich antreiben, weil dann vergesst ihr wirklich den Hunger.
dann, ich kenne Leute, die essen den ganzen Tag nichts und dann auf einmal plötzlich, während sie in ihrer Arbeit sind, ach, ich habe ja den ganzen Tag lang nichts gegessen. Und das ist bei mir manchmal auch so. Also macht irgendwas, macht Qigong, macht Meditation, kommt mit eurem Mindset runter, vergisst Glaubenssätze, arbeitet an euren Konflikten, macht irgendwas und seid dann nicht so fokussiert auf das Essen. Und da ein Vorteil auch für mich, warum ich zum Beispiel 20 Stunden Trockenfasten mache. Also bitte hier nicht nachmachen. Das ist jahrelange Übung und Erfahrungen. Wer da auch Interesse haben möchte und da in diese Richtung gehen möchte, empfehle ich auch nur meine Coachings, Gruppenmonats- oder Einzelcoachings oder auch meine Kurse zur schleimfreien Heilkost. Die 22-Tage-Challenge kann ich da auch nur empfehlen, um einfach Zeit zu sparen und auch an diesen Punkt zu kommen. Jedenfalls, während dem Fasten bin ich leistungsfähiger. Da wird zum Beispiel für den Sport mehr Testosteron ausgestoßen, Wachstumshormone und auch die Hirnleistung wird erhöht, weil da auch Hormone ausgestoßen werden, also die BDNF zum Beispiel, Brain Derived Neuronic Factor. Gibt es auch schon massenhaft Studie, erhöht die Hirnleistung zum Beispiel. Und ich fühle mich einfach leichter und habe mehr Energie durch das Fasten. Und da ist halt auch wirklich der Vorteil davon. Von daher kann ich auch nicht einfach sagen, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Einfach wegen den ganzen Faktoren, die ich jetzt euch aufgezählt habe. Von daher kann ich noch zum Abschluss einfach nur meine Videos empfehlen, zum Beispiel das Fasten lernen, wie ich halt 30 Tage zum Beispiel am Stück Saftfasten mache mit Trockenfasten kombiniert. Verlinke ich euch auch ein Video, auch in der Endkarte zum Beispiel, dass ihr da reinklicken könnt. Gerne auch in meine Playlist vorbeischauen. Und wer nochmal zusätzlich Interesse hat, neben meinen Coachings und Kursangebote, ich biete ab auch eine Telegram-Gruppe, wo wir uns täglich austauschen, wo jeder seine Probleme im Alltag da posten kann, damit wir gemeinsam auf die nächste Stufe von Gesundheit kommen können und jeder von jedem profitieren kann. Das sind auch die Bücher zum Beispiel damit, die ich zum Beispiel gelesen habe. Mehrere verschiedene, Ann und Erit, Gavelina Shatalova, Dr. Norman Walker und so weiter. Und sonst schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei für andere Sachen, Saatgutliste, mein Permakulturprojekt, wie man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut und so weiter und so fort. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.